Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie auf dem 36. Internationalen Dokumentarfilmfest München. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Herzlich willkommen auf dem Docfest München at Home. Wir begrüßen Sie zu unserer Online-Ausgabe des Dokumentarfilmfestivals. Mein Name ist Ina Bohrmann. Ich bin Mitglied des Programmteams. Und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen hier im Silbersaal des Deutschen Theaters. Das ist normalerweise ein Ort, an dem wir unsere großen Eröffnungsfilme zeigen, unsere große Eröffnungsparty feiern und auch ein Ort, an dem die Reihe ganz großes Kino läuft, aber auch in diesem Jahr ist alles ein wenig anders. Ich begrüße Sie jetzt zum Filmgespräch mit Erik Bremer, der sitzt hier neben mir. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Es wird um seinen Film gehen, Wer wir gewesen sein werden. Es ist ein Film, der bei uns in unserer deutschen Wettbewerbsreihe läuft. Und der Film feiert bei uns auf dem Dokumentarfilmfest seine absolute Weltpremiere. Und ich freue mich sehr, dass der Filmemacher da ist. Herzlich willkommen, Erik. Danke. Wir reden über deinen sehr emotionalen, großartigen Film. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken. Es hat mich sehr, sehr berührt. Es ist ein Film, der lange haften bleibt, würde ich sagen. Die Frage zuerst an dich. Es ist ein Film, wir können auch so ein bisschen spoilern schon. Es geht um einen Autounfall, den du mit deiner Freundin hattest und deine Freundin ist dabei gestorben. Das kann man vielleicht zu Anfang sagen, damit man jetzt auch weiß, worüber wir reden. Es gab ja dann irgendwann nach diesem Ereignis diese Entscheidung, daraus einen Film zu machen, das Ganze filmisch zu bearbeiten. Wann ist diese Entscheidung gefallen und warum? Also ob es ein Film wird am Ende, wusste ich von Anfang an noch gar nicht. Es war so, ich war, glaube ich, 3 Wochen im Krankenhaus und als ich entlassen wurde, habe ich mich sofort an den Rechner gesetzt und erstmal alle Bilder, alle Materialien, die wir irgendwie voneinander haben, auf eine Festplatte kopiert. Einfach nur, damit nichts verloren geht. Also da hatte ich noch so den Gedanken, ich muss alles bewahren, was es von ihr gibt. Auch von ihrem eigenen Handy, von allem, was man finden kann. Und dann habe ich angefangen, Videoaufnahmen von uns anzuschauen. Auch einfach, weil ich in unserer gemeinsamen Wohnung saß und das die einzige Art der Auseinandersetzung war, die ich mit ihr noch führen konnte. Und habe dort schon angefangen, einfach mal kleine Schnipsel aneinander zu schneiden. Einfach, weil mir das gut getan hat. Mhm. Und fing das Ganze eigentlich an, dass ich versucht habe, sozusagen rein intuitiv dem Ganzen eine Struktur zu geben. Versuchen, Dinge zu ordnen, aber auch zu sagen, das, was jetzt gerade passiert, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe noch nie jemanden verloren gehabt vorher. Ich werde das dokumentieren und der Versuch, sozusagen dem, was gerade passiert, irgendeine Art von Sinn überzustülpen. Und dann habe ich sozusagen nicht mit der Intention, ich mache jetzt einen Film da und darüber, sondern ich habe ganz intuitiv versucht, die richtigen Momente aneinander zu fügen, in der richtigen Reihenfolge und darauf zu hören, ist das jetzt gut oder nicht. Daraus ist eine Version geworden, ein Film geworden, nach über einem Jahr, der sozusagen mir sehr geholfen hat, den ich interessanterweise dann als meine Realität annehmen konnte. Mhm. Also es war so, dass im Montageprozess ich versucht habe, dem Ganzen, allem, was passiert ist, ein sinnstiftendes Narrativ zu geben, was natürlich sehr naiv ist, aber in diesem großen Chaos von Leben, was uns umgibt, was sonst versuchen wir Filmemacher als dem Ganzen irgendwie ein Narrativ zu geben und zu sagen, so musste es passieren, weil. Also das war die erste Version, die hatte sozusagen einen sehr therapeutischen Charakter. Und dann bin ich damit zu anderen Filmemachern gegangen, habe denen Ausschnitte gezeigt oder den ganzen Film, habe sehr viel Feedback bekommen. Und unter anderem von der Dokumentarfilmprofessorin der HFF, die auch gesagt hat, schade, ich lerne deine Freundin gar nicht richtig kennen. Mhm. Und versuch doch mal, das Material zu befragen, versuch auch deiner Freundin, die nicht mehr da ist, Fragen zu stellen, in dem Wissen, dass du keine Antworten mehr bekommst. Versucht euch als Figuren zu sehen und sie hat ganz viel Hilfreiches gesagt. Und daraufhin habe ich im Grunde nochmal von vorne angefangen und habe den Film neu geschnitten und diesmal aber auch mit dem Ziel, ihn anderen Menschen zu zeigen. Mhm. Auch weil ich gemerkt habe, wenn ich anderen Filmemachern diesen Film gezeigt habe oder Ausschnitte, dass ganz viele auf mich zugekommen sind mit ihren eigenen Geschichten, eigene Verlusterfahrungen, aber auch
ganz eigene persönliche Erfahrungen, die sie sonst nie erzählt haben. Und es war aber eine Erleichterung, plötzlich jemanden zu haben, dem sie das erzählen können, weil es sie ja auch ausmacht. Und davon handelt ja auch der Film, von der Suche nach einer neuen Identität. Mhm. Und genau, ich habe gemerkt, wie befreiend es sein kann, solchen Themen einen Raum zu geben, dass man die Möglichkeit hat, auch darüber zu sprechen. Genau, und dann war es natürlich nochmal ein großer Prozess, diesen zweiten Film zu machen. Also im Grunde genommen ist es ja auch Arbeit und Struktur das Thema dann. Arbeit und Struktur, würde ich sagen, läuft so nebenher, aber es bricht ja ganz viel weg mit dem Verlust. Es ist ja nicht nur meine Freundin, die gestorben ist, sondern alles, auch ein großer Teil von mir, der einfach mit weggefallen ist, den ich mit ihr verbunden habe, alle Zukunftspläne. Ich habe später im Krankenhaus erfahren, sie wollte mich heiraten. Sie hat ihrer besten Freundin schon den Ring gesagt, den sie mir dann bitte empfehlen soll, wenn ich mal soweit bin. Also all diese Dinge. Und natürlich alles, was ich bis dahin gemacht habe, alle Filmideen, die ich hatte, die waren mit einem Schlag einfach wertlos. Das heißt, es verschiebt sich etwas. Also man verändert sich, wenn man da durchgeht. Man kann es nur selber nicht genau greifen. Aber jede Säule an Sicherheit, jedes Versprechen, was einem irgendwie das Leben gegeben hat. Also auch, wir bleiben zusammen, wir gründen eine Familie, wir werden mal unsere kleinen Kinder sehen. All das bricht ja mit weg. Und plötzlich steht man nun da komplett unsicher und fragt sich, ja, was ist das hier gerade, was passiert da? Genau. Okay, dann ist es ja, auf der einen Seite ist es so, also es ist ja im Grunde genommen so ein langsames Vortasten gewesen. Es gab ja nicht so diesen einen Ansatz und das wäre nämlich dann auch meine Frage gewesen, bist du am Anfang dieses Projektes dir dann darüber im Klaren gewesen, wohin dich das führt? Also in was für Tiefen vielleicht auch? Du schreibst dann Voice-Over zum Beispiel, hast ein Voice-Over geschrieben, was ganz fantastisch geschrieben ist auch und du musstest auch in diesem Schreibprozess ja wieder in diese tiefen Emotionen hinab oder hinauf oder wo auch immer hin, aber zumindest das stelle ich mir sehr schwer vor. Wie ist denn das gewesen? Da gab es sehr schöne Momente, also gerade, aber auch schwierige natürlich. Also das Komplizierteste war tatsächlich, in den ersten paar Minuten meiner Freundin gerecht zu werden, um zu erzählen, was alles verloren gegangen ist, was alles fehlt. Muss man natürlich auch sagen, was ist denn da überhaupt verloren gegangen, was hatten wir denn? Und das war eigentlich die Herausforderung, in so kurzer Zeit zu versuchen, die Beziehung zu erklären, aber eben nicht einfach nur aufzuzählen und zu sagen, sie war das, das und das, sondern für den Zuschauer greifbar zu machen, was für Facetten hatte sie, in die ich mich verliebt habe, die nachvollziehbar zu machen. Mich da aber reinzudenken und daran zu arbeiten, das war natürlich eine große Freude, weil es auch ein Wiederfinden war, weil es auch, auch ein Thema, was ist von ihr geblieben und wo kann ich ihr jetzt noch wieder begegnen? Weil ich habe von Anfang an gesagt, ich akzeptiere nicht, dass ich sie hinter mir lassen soll. Ich akzeptiere nicht diese Trauermodelle, die auch sehr fragwürdig sind und die auch bei mir nicht funktioniert haben. Also ich warte noch immer auf meine Phase der Wut. Ich werde sie nicht hinter mir lassen, sondern ich muss die Beziehung verändern. Also wie kann ich das machen? Und da hat mir das natürlich sehr geholfen, dort reinzugehen. Gleichzeitig hat mir auch eine Freundin aus München im Krankenhaus damals schon ein Buch mitgebracht und hat gesagt, manchmal, wenn man keine Worte findet, helfen ein Blatt Papier und ein Stift. Und ich habe einfach Tagebuch geführt, wann immer ich wollte, und habe in dem Buch alles aufgeschrieben, was ich Angie gerne noch sagen würde. Mhm. Und das war am Anfang ziemlich viel, weil wir sehr viel uns ausgetauscht haben. Und ich bin später in der zweiten Phase dieser Projekterstellung, bin ich nochmal in diese Tagebucheinträge rein und habe eben viele dieser Voice-Over auch eins zu eins aus den Tagebüchern übernommen. Also das, was ich damals sie fragen wollte, frage ich jetzt sozusagen die Videos, die Bilder des Films. Mhm. Und gleichzeitig dokumentiere ich eben parallel auch den Trauerprozess und die verschiedenen Schritte, die ich gemacht habe. Auch weil es mir damals sehr geholfen hat, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, andere Menschen zu erleben, die jemanden verloren haben, andere Geschichten zu hören und einfach das Gefühl zu bekommen, du bist nicht allein. Weil das ein Thema ist, über das man in der Gesellschaft nicht redet. Also jeder redet über Liebe, über die schönen Gefühle. Mhm. Aber Trauer ist ja auch
ein Gefühl mit einer, was ich so noch nicht kannte. Und da hilft es einfach auch zu wissen, man ist nicht allein und man kann sich austauschen. Da kommen wir gleich zum Thema Voice-Over und Tonfall. Der Tonfall ist ganz toll getroffen bei dem Film. Es gibt bei so einem Thema ja auch eine große Hürde. Also der Tonfall könnte entweder zu pragmatisch klingen oder es könnte auch zu lamoyant zum Beispiel sein. Diese Gefahr besteht auch. Du hast aber da diesen wunderbaren Weg gefunden, der funktioniert total gut. Hast du dir sehr viele theoretische Gedanken über diesen Tonfall gemacht oder kam der einfach so aus dir raus? Also hast du dir den hart erarbeitet und wie sah es damit aus? Nee, es ist schön, wenn das so rüberkommt. Ich selbst habe da natürlich am wenigsten Abstand zu dem Ganzen. Ich habe auch mehrfach den Film anderen Filmemachern gezeigt und gefragt, kommt das irgendwie also zu selbstmitleidig rüber und so. Das ist ja auch was ich nicht wollte. Sondern es ist ja auch mehr als ein privates Erlebnis, sondern dieser Film soll ja auch Relevanz für andere Menschen haben. Und er behandelt ja ganz viele Themen, die viele Menschen, selbst Menschen, die nicht jemanden verloren haben, die diese auch betreffen. Also was ist wertvoll im Leben? Was sind die kleinen Momente, die wir oftmals verpassen? Dieser Tonfall, also ich habe irgendwann gemerkt, es gibt diese zwei Ebenen im Ton, also einmal das Dokumentarische und dann die Ansprache an Angie. Die Ansprache an Angie war natürlich nochmal vom Tonfall eine andere. Ich habe mich aber nicht theoretisch damit auseinandergesetzt, sondern einfach gesprochen und dann versucht, am Ende zu hören, was passt und was nicht. Was passt mit der Musik? Was passt zum Text, der da behandelt wird. Letztendlich habe ich versucht, im Zweifel eher nüchterner zu bleiben, weil die Situation einfach natürlich schon dramatisch genug ist. Ja. Das war auch ein Ansatz, ich wollte die Bilder nicht manipulieren. Ich wollte, also in diesem Film gibt es keine Blenden, kein Reingezoome. Wenn ein Hochkantvideo gedreht wurde, dann wird es auch hochkant reingeschnitten. Es gibt da keine Bildmanipulationen, die zusätzlich emotionalisieren sollen, weil ich darauf vertraut habe, dass das, was ich da erzähle, relevant genug ist oder nicht. Und im Ton wiederum habe ich aber die Bilder versucht, mit Leben zu füllen und dort auch viele Geräusche reingesetzt, viele Atmos, um dort ein Leben zu zeigen. Und tatsächlich, ein Filmemacher hat mir eher gesagt, ich spreche immer zu schnell. Also er hat eher gesagt, ich kann dir nicht mehr folgen irgendwann, weil für dich ist das irgendwie ganz normal und was du dort erzählst, ich muss das Ganze erstmal sacken lassen. Und dadurch sind dann auch eher Pausen entstanden. Mhm. Also auch genau immer die Auseinandersetzung auch mit anderen Filmemachern, dass ich gezwungen bin, sozusagen deren Blick auch nochmal einzunehmen. So als Korrektiv. Das wäre jetzt auch eine Frage. Es gibt ja die Entscheidung, mit dem Material zu arbeiten, was man hat, also das private Material von euch. Ja. Und es gäbe natürlich auch, als Filmemacher tendiert man doch eher dazu, dann irgendwie es noch gestalten zu wollen, noch mehr drehen zu wollen. Wie bist denn du dieser Gefahr aus dem Weg gegangen? Also kannst du ein bisschen was zu erzählen, wie es zu der Entscheidung kam, doch nur, also hauptsächlich nur mit diesem Material zu arbeiten, was da war? Na, letztendlich war es auch der Wunsch nach Wahrhaftigkeit. Also, dass ich eben nicht künstlich Dinge erzeugen wollte, die nicht stimmen. Direkt nach dem Tod war es auch ein bisschen so, es war mir egal, wie mir alles egal war auf der Welt. Im Grunde habe ich gesagt, meine Freundin ist gestorben, was interessiert mich irgendwas? Alles ist egal, das genauso, wenn die Bilder nicht schön sind und irgendwer sagt am Ende, naja, das waren jetzt nicht die schönsten Bilder, also wen interessiert's? Das war so meine Haltung in gewisser Weise, weil es etwas anderes gibt, eine andere Wahrhaftigkeit für mich, die da drin steckt. Und ich habe eben versucht, nur mit dem Material, was ich habe, klarzukommen und da aber auch zu schauen, was steckt wo drin. Wo kann ich Texte erzählen, die manchmal gar nichts mit dem Bild direkt zu tun haben, aber durchaus in diese Phase der Trauer passen. Wie können da Verbindungen entstehen? Wie kann ich die Musik einsetzen, dass sie auch teilweise den Bildern widerspricht oder dem Voice-Over widerspricht, dass ich ein wunderschönes Voice-Over habe, aber eine fast schon störende Musik, die man erstmal in Einklang bringen muss. Und jetzt war die Frage, habe ich nochmal vergessen, Entschuldigung. Ja, das ist gut. Weil ich wollte noch was sagen. Ja. Sie war die Frage jetzt gerade, ist auch super. Genau, das Material, ja. Bist du der Gefahr angekommen, ja, dass du die Überlegung nachgedreht hast? Genau, weil ich wollte natürlich auch Angie zur Sprache kommen lassen, zumindest in Teilen.
Also Poetry Slam Texte, die sie geschrieben hat, noch mit einflechten. Da kam auch mal das Feedback, lass das bitte jemand anderen einsprechen, weil letztendlich deine Sprache, das klingt so wie deine Sprache. Und da habe ich mich immer von Anfang an gegen gewehrt, weil das eine Öffnung irgendwie bedeutet hat, die daraus einen anderen Film gemacht hätte. Mhm. Man hätte natürlich Freunde oder Familie von Angie interviewen können, mit der Frage, wie gehen sie mit Trauer um? Aber so ein Film ist es nicht. Es ist eben kein Film, der die verschiedensten Facetten von Trauer aufbringt, sondern ein Film, der die Frage hat, welche Beziehung kann ich jetzt noch mit meiner verstorbenen Freundin führen? Was bleibt von ihr? Mhm. Wie kann ich sie in mir weiterleben lassen, auch wenn das illusorisch ist? Aber also das war die Frage. Deswegen habe ich auch gar nicht andere Freunde gefragt, wer war Angie für euch? Weil das wäre auch so dieser Versuch gewesen, ein objektives Bild zu schaffen, was von Anfang an illusorisch wäre. Und bin wirklich rein subjektiv von meinem eigenen Empfinden ausgegangen. Habe aber, wie gesagt, im zweiten Durchlauf versucht, Abstand zu nehmen, uns beide als Figuren zu betrachten und tatsächlich auch unsere Geschichte zu erzählen. Also es ist nicht nur eine Geschichte eines Verlusts und von Trauer, sondern wenn man möchte, ist es auch einfach eine schöne Liebesgeschichte. Ja. Und das Schöne ist auch, dass es so normal ist. Also diese Normalität, die entfaltet so eine große Poesie, finde ich, ne? Ja, und ich meine, Angie war ein ganz besonderer Mensch, einfach ein wunderschöner Mensch. Dieser Film ist jetzt auch meine Chance, sie der Welt nochmal vorzustellen und zu sagen, diesen Mensch gab es, uns gab es und dieser Mensch lebt nicht mehr, aber er hat gelebt. Und das bedeutet mir auch einfach sehr viel. Also wenn es kleine Facetten gibt, die man an Angie sieht, über die man lacht, die man vielleicht als Zuschauer imitiert, weil sie in dem Moment einfach so schön und lustig waren und mit ins Leben trägt, dann hat Angies Leben auch weiterhin Einfluss. Und das wäre auch so ein schöner Wunsch eines Trauernden, dass dieser Mensch nicht einfach verschwunden ist von der Welt, sondern dass er irgendwie weiterleben darf. Ich muss noch mal ganz kurz, ungefähr bei Minute 30 kommt deine Freundin Sina ins Zimmer. Mhm. Und ich würde ganz kurz vorlesen, was du da geschrieben hast, weil das ist für mich eine unglaubliche poetisches Stück Voice-Over. Du schreibst da, und ich weiß noch, wie viel Hoffnung in dieser Umarmung lag. Es fühlte sich an, als würde mein Herz zerspringen und als würde Sina es für einen kurzen Moment zusammenhalten. Wie ein Versprechen, das irgendwann alles wieder heilen kann. Ein kurzer, absurder Moment der Hoffnung. Hm. Also als ich das hörte, war ich so gerührt. Das sind so Momente in diesen Texten, die einen wirklich sehr, sehr emotional werden lassen. Ja, mich, es war ja auch ein emotionaler Moment in dem Moment. Tatsächlich war ich einfach, diese Umarmung war überfordernd und hat eben auch zu diesen Gedanken geführt. Ich habe tatsächlich, das ist zum Beispiel ein Moment, ich habe viele dieser Passagen, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, viele dieser Passagen erschaffen in dem Moment, in dem ich gerade in dieser Phase war. Mhm. Mhm. Also ganz vieles, insbesondere von der ersten Version des Films, ist eben komplett ohne Abstand entstanden. Auch weil ich im Krankenhaus lag und mich gefragt habe, okay, was kommt da jetzt? Wie geht das Trauern? Ich will nichts falsch machen. Worauf muss ich mich einstellen? Was sind all die Sachen, mit denen ich rechnen muss, von denen ich noch keine Ahnung habe? Ich habe ganz viele Filme geguckt, ich habe ganz viele Bücher gelesen und ich habe mich in all diesen Filmen und Büchern nicht wiedergefunden. Es hat meine Trauer nicht repräsentiert und habe deswegen gedacht, ich würde gerne versuchen, einen Film zu machen, immer aus dem Moment heraus, der ein Film, wie ich ihn mir damals im Krankenhaus gewünscht hätte, als ich irgendwie mich gefragt habe, okay, hat das schon mal irgendwer erlebt, das hier? Und wenn ja, wieso spricht niemand darüber? Und jeder sagt, das ist was ganz Individuelles. Und genau dieser Moment mit Sina war zum Beispiel einer der Momente, die unglaublich schön waren. Ich habe auch versucht, mich eben auf die schönen Dinge zu konzentrieren, die man auch erlebt hat. Trauer ist nicht nur grausam und Leid, sondern es gibt auch eine Stärke, die man entwickelt. Es gibt eine Schönheit fürs Leben und eine große Dankbarkeit, die man entwickelt. Und all diese Dinge, ich muss nicht erzählen, wie grausam alles war, sondern ich habe versucht, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir Hoffnung gegeben haben, die mir eine Perspektive gegeben haben, wie die Umarmung von Sina, diese Hoffnung, dass irgendwann alles heilen kann.
selbst wenn sie in dem Moment einfach total absurd erschienen. Aber versucht davon zu erzählen, ja, weil das natürlich für mich erzählenswerter ist, als zu erzählen, wie schlimm alles ist. Kurz ein harter Cut, weil ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber wir müssen ja auch noch zu dem Film, ich möchte dich gern noch mal befragen als Filmemacher. Wie lange hast du denn an dem Film gearbeitet? Wie war dieser Schaffensprozess? Du hast ihn ja selber geschnitten, vielleicht kannst du kurz uns erzählen, ja, wie lange es gedauert hat. Das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen. Ja, sie hat im April angefangen, 2019, und am 31. März diesen Jahres war die Tonmischung und ist zu Ende gegangen, sprich fast 2 Jahre. Und der Film behandelt 1 Jahr. Ja. Also er hat noch einen kleinen Ausblick im 2. Jahr, aber im Grunde ist es ein Trauerjahr, was in diesem Film beschrieben wird. Viele Änderungen, viel Herumspielen mit der Musik. Also auch ein Komponist, ein befreundeter Komponist, hat kurz vor Angies Tod uns Musik geschickt, die er gemacht hatte, weil es mich interessiert hat. Und ich habe Angie geholt und habe gesagt, hör mal mit rein, was hörst du da? Und sie war immer so, sie wollte alles verstehen, was ich da interessant finde. Und hat dann auch versucht, es zu hören. Und die Musik hatte solche Widersprüche in sich, was unglaublich Schönes und was Kratzendes. Das haben wir zusammen versucht zu deuten und dann habe ich ihn auch gefragt, kann ich die Musik nutzen für diesen Film? Und da hat er gesagt, ja, klar. Und dann habe ich ihm einen Ausschnitt geschickt und er hat gesagt, super, und hier sind noch 20 andere kleine Stücke, die habe ich so nebenbei gemacht und hat im Grunde mir erlaubt, erst die Musik zu haben und den Film darauf zu schneiden und zu gucken, was passt wohin. Und manchmal saß ich auch einfach Abende da und habe nur die Musik gehört. Mhm. Oder habe nur nochmal die Videos angeschaut und habe mir überlegt, ist das privat, geht das jemandem was an oder ist es persönlich und hat auch Relevanz für andere? Wie kann ich das in einen Kontext einbinden? Oder ich habe Sachen zusammengeschnitten und habe es mir einen Monat später angeschaut und habe gemerkt, das passt gar nicht und ich verwerfe es wieder. Also es war so ein großer Findungsprozess, der aber auch sehr befreiend war. Also ein sinnstiftendes Element zu finden in der Arbeit an diesem Film. Genau, und jetzt diesen Film zu haben, der für mich natürlich sehr wertvoll ist und ich hoffe auch für andere, also der Austausch darüber ist mir natürlich auch sehr wichtig. Das macht nicht richtig, was falsch war, aber es macht es wertvoll. Mhm. Ich habe eben versucht, aus dieser Erfahrung etwas für mich Wertvolles zu machen. Wenn es jetzt irgendwie so aussieht, dass die Kinos eventuell mal wieder aufmachen könnten, was wir alle sehr, sehr hoffen, und Filmfestivals wieder live stattfinden können, wie hast du dir das denn vorgestellt, wenn dieser Film auf einem Filmfestival laufen wird? Wärst du dann jemand, der sich dann reinsetzen würde und sich diesen Film immer und immer wieder angucken würde? Oder würdest du dann draußen bleiben und würdest zum Q&A dann reingehen? Die Frage ist, würdest du dich immer wieder konfrontieren? Meinst du, dass es gut ist oder würdest du dann doch gerne wieder Abstand haben wollen? Wie sieht es momentan so aus? Ich glaube, das muss man dann im Moment schauen. Ich würde ihn gerne einmal auf großer Leinwand sehen, natürlich. Letztendlich, dieser Film ist ja auch beides. Er macht ja teilweise auch sehr Spaß, weil Angie auch einfach ein sehr lustiger Mensch war. Ja. Das heißt, es ist nicht nur Konfrontation mit dem Schmerz, sondern es ist auch gleichzeitig so, dass ich jedes Mal wieder da sitze und mich freue, Angie zu sehen. Ich würde auf jeden Fall auf jedem Festival den Film präsentieren wollen und natürlich in Austausch kommen mit anderen Menschen. Also ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass eben ganz viele mit persönlichen Geschichten auf mich zukamen, die auch teilweise gar nichts mit Trauer zu tun hatten, aber die einfach dankbar waren, einen Raum zu haben für ihre eigenen Geschichten, die sie ausmachen. Und das wäre natürlich schön, mit diesem Film auch zu erreichen. Ich würde ihn gerne bei Trauerstiftungen zeigen. Also hier in München gibt es eine, die hat mir sehr geholfen, die Nikolaides Young Wings Stiftung zum Beispiel, die auch Trauergruppen hat, speziell für 30-Jährige, die ihren Lebenspartner verloren haben. Das ist ja auch nochmal eine andere Trauer, als wenn ältere Menschen ihren Partner verlieren. Man steht ja mitten im Leben, man hat was vor, man hat Pläne, man ist genau am Starten und dann bricht plötzlich alles ein. Die haben auch dafür eine Trauergruppe und dort auch sich auszutauschen, die Geschichten zu hören. Das hat enorm geholfen. Das heißt, auch bei der Trauerstiftung würde ich den Film gerne zeigen. Ich würde ihn gerne Betroffenen zeigen. Ja, ich würde ihn gerne in die Welt bringen und über dieses Thema sprechen und natürlich auch mit anderen Menschen in Austausch dazu kommen. Tatsächlich freut es mich immer, wenn Menschen auf mich zukommen und mir
kurz eine Geschichte von jemandem erzählen, den Sie verloren haben. Das kann man auch über deine Webseite, sagst du, oder? Genau, ich habe eine Website, also man darf mich sehr gerne darüber kontaktieren, würde mich freuen, tatsächlich, dass dieser Film eben nicht nur für sich steht und gezeigt wird, sondern dass auch ein Austausch entsteht. Ja. Erik, die Frage ist natürlich jetzt noch zum Schluss ganz eine wichtige Frage. Wie geht es dir denn heute so? Also bei so einem emotionalen, tiefen Thema möchten wir natürlich jetzt wissen, in welchem Stadium du dich jetzt gerade befindest und was du gerade so machst. Also mir geht es persönlich sehr gut. Das kommt ja auch im Film vor. Also dass ich eine ganz andere Demut vorm Leben gewonnen habe, die ich nicht missen möchte. Also auch alles, was passiert ist, hat mich zu einem Menschen werden lassen. Also ich bin sehr dankbar für das, was ich jetzt bin. Ich wünschte mir, ich könnte es Angie zeigen. Aber das heißt, also ich bin trotzdem sehr dankbar dafür. Genau, ich habe die letzten 2 Jahre eben sehr den Blick nach innen gerichtet und nach innen richten müssen. Mhm. Und jetzt bin ich seit mindestens einem halben Jahr oder seit einem Jahr auch langsam zögerlich wieder bereit, den Blick nach außen zu richten und interessiere mich eben wieder für andere Menschen, für andere Geschichten und öffne mich dafür. Habe verschiedene Projekte, an denen ich arbeite, sowohl Spielfilmprojekte als auch Dokumentarfilmprojekte. Habe ja eigentlich Spielfilm gelernt. Und mal schauen, was entsteht. Also ich habe zumindest mitgenommen, auch aus diesem Ereignis, das Leben kann jederzeit enden, selbst wenn man nicht damit rechnet. Und wenn das passiert, dann möchte ich heute wenigstens einen schönen Tag gehabt haben. Ja, Erik, ich hoffe, dann hattest du zumindest jetzt in den letzten 30 Minuten. Wir wünschen dir ganz viel Kraft für die neuen wunderbaren Geschichten, die du bringen wirst. Und danke, dass Sie zugeschaltet haben. Wir möchten Sie noch an den Kino-Kino-Publikumspreis erinnern. Der ist in diesem Jahr gestiftet von dem Bayerischen Rundfunk und Dreisat. Das Prozedere zur Abstimmung, das finden Sie auf unserer Webseite. Und ja, es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke. Ja, danke, dass Sie zugeschaltet haben.